Also, wir sind hier, ja, Jana Bach, in Flagranti Star, mega Shooting Star in Deutschland. Was uns interessiert, nach deinem ersten Film, so wie lange hat es gedauert, bis du dich im Fetischbereich engagiert hast? Das ist eine ganz interessante Frage, weil ich kannte, muss ich zu meiner Schande gestehen, auch gar nicht so viele Fetischrichtungen. Wollte einfach sehr, sehr vieles ausprobieren. Und meine zweite Szene war dann auch schon eine Latex-Fetisch-Szene, die ein bisschen sehr krass war, weil ich hatte eine Maske auf, wo ich nur links oder nur rechts gucken konnte und habe komplett die Orientierung da am ganzen Set verloren. War aber lustig. Also war eine spannende Sache und dann bist du da mehr oder weniger reingerutscht, ja, weil man sieht ja im Moment halt viel Latex, auch Nylonkram und so, also einfach ausprobiert. Genau, einfach ausprobiert und mal geschaut, überhaupt, was gibt es im Bereich Fetisch. Und habe mich auch auf Fußfetisch irgendwie spezialisiert, weil skurrilerweise finden die Fans das total klasse. Und ich orientiere mich natürlich auch gerne am Markt. Also wo die Nachfrage da ist, das macht natürlich auch mehr Spaß, wenn man weiß, hey, das ist ein Fetisch, der interessiert auch die Leute. Ja, coole Sache. Ja, da du halt ziemlich bekannt bist mittlerweile, so Fanresonanz ist, denke ich mal, riesig. Kannst du auf der Straße noch relativ unerkannt gehen oder ist das so, dass du auch auf der Straße irgendwie Fotos, Interviews machen musst oder Autogramme geben? Ja, also es ist relativ noch überschaubar. Es ist noch relativ gut, alleine mal irgendwo unterwegs zu sein und einkaufen zu gehen. Gerade in Berlin, weil das ist eine Millionenmetropole, da hat man es nicht so schwer, auch als relativ bekanntes Gesicht natürlich auch im Fernsehen. Was mir aber mal passiert ist, wo ich total perplex war, ich war mit meinen Eltern in der Friedrichstraße mal unterwegs. Wir wollten dann auch ein bisschen Kaffee trinken gehen, so ganz gemütlich privat. Ne? Und ich gehe mit meiner Mom so Seite an Seite. Und da stellt sich doch ein Fotograf, irgendwie so ein Typ, so vor mich hin, wie wir jetzt so stehen, knipst ab und geht weiter. Und meine Mama nur. Was war denn das? Ich sag, Mama, ich weiß es nicht, ne? Aber das war so ein Moment, wo ich Ja. dachte, okay, die Jetzt Zeiten haben sich irgendwie geändert. bin ich Komisch. berühmt. Ja, so. Ja, wir Ja. sind dann gleich ins nächste Café rein und da war auch keiner mehr da, der irgendwie Fotos machen wollte. Und das war auch ganz angenehm. Ich glaube, ich brauche das auch einfach, auch mal ein bisschen Ruhe haben und alleine durch Berlin shoppen zu gehen und ein bisschen abspannen ist auch ganz nett. Ja, logisch. Wo wir gerade bei Fans sind, ich habe gesehen, dass du jetzt auch irgendwie einen Auftritt bei Second Life hast und da irgendwie auch mit Inflagranti engagiert bist. Wie läuft das? Also hast du da auch irgendwie viel zu tun und bist dick beschäftigt oder ist das mehr so schleppend noch? Nein, nein, also schwer beschäftigt bin ich in jeder Hinsicht, ob das irgendwie ein Chat ist, den man natürlich macht oder Newsletter mache ich auch ganz viel, natürlich auch für Inflagranti wiederum, habe eine Menge Moderation, sehr, sehr viel Autogrammstunden und Shows und Second Life habe ich auch meine festen Termine, wo ich dann definitiv da sitze und denke, hey, ist das lustig hier, das macht voll Spaß. Doch, doch, aber viel zu tun ist immer, egal was du machst. Ja, Kolleginnen, so Katja Cassin, René Pornero haben es irgendwie in die USA gemacht. Hast du da Ambitionen, denen mal zu folgen oder ist das mehr, dass du sagst, der deutsche Markt bietet dir noch so viel, dass du sagst, ich bleib erstmal hier? Ja, ich bin eh so dieser heimatverbundene Mensch irgendwie auch. Also ich möchte nicht unbedingt ganz so weit weg von meinen Leuten, eben auch von meinen Kollegen, was Inflagranti angeht. Ich fühle mich da sehr geborgen, sehr, sehr wohl. Und Amerika dreht anders als Deutschland. Und Deutschland ist, glaube ich, eher so meine Art zu drehen natürlich auch, gerade im Bereich Porno. Was Moderation angeht oder andere Arbeiten, warum nicht? Ich war noch nie in Amerika, wäre vielleicht mal ganz interessant. Aber nee, Europa ist völlig in Ordnung und Deutschland auch. Ja, cool. Wo du gerade meinst, Moderation, du bist halt irgendwie bei Inflagranti fett beschäftigt, bist mit TV dabei. Wo siehst du dich in der Zukunft? Also strebst du auch vielleicht mal Regiearbeit an oder Komplettmoderation oder irgendwie sowas? Ist eine ganz, ganz schwere Frage irgendwie für mich, weil es ergibt sich jeden Tag irgendwie eine neue Chance in irgendeiner Richtung. Ich habe noch nicht wirklich eine Vorstellung, aber natürlich, wenn die Erotikfilmerei da nicht mehr aktiv ist, ich glaube, ich wäre nicht der Typ, der produzieren würde, also nicht Pornos unbedingt. Würde mich vielleicht auch im Punkto Marketing ein bisschen ausprobieren, gerne auch in der Werbebranche vielleicht. Aber Moderation ist, denke ich mal, auch so ein kleines Standbein, was ich mir gerne noch ein bisschen beibehalten möchte. Ja, klingt gut. Welche drei Dinge würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen? Schwere Frage, aber obwohl so schwer ist die gar nicht. Wenn ich mal überlege, mein Kater Max, also ich habe ja ein kleines Haustier, das möchte ich um Gottes Willen niemals vermissen. Eine Tonne Schokolade, ich möchte bezweifeln, eine Tonne reicht bei mir gar nicht. Also ganz viel Süßigkeiten und einen ganz netten Kerl zum Kuscheln. Habe ich noch nicht, aber irgendeinen würde ich wahrscheinlich finden. Ja, ich kann ja meinen Chef mal fragen, wie ich Urlaub kriege. Das würde ich aber auch nehmen. Ah, nicht schlecht. Bitte beende die folgenden Sätze. Oh. Mein Lieblingssextoy? Mein Lieblingssextoy, ich habe so mal von einem Bekannten ein grünes Geschenk gekriegt, so einen großen mit so einem Kitzler-Stimulator-Dings da. Ich weiß nicht, wie man das nennt, das ist mein absolutes Lieblingsding. Es kommt privat auch nichts anderes irgendwie zum Einsatz. Hier wird immer unter Verschluss gehalten. Genau. Eine meiner Lieblingspositionen ist? Doggy. Meine Lieblingsreizwäsche ist? Ich stehe total auf Abwechslung, auch in der Okay. Hinsicht kann ich gar nicht sagen. Es ist immer mal was Neues. Momentan stehe ich sehr auf Lack, komischerweise. Mein Lieblingskörperteil beim Mann oder bei der Frau ist? Ich stehe auf Ärsche. So richtig geile Pobacken. Ah, sehr gut. Ja. Drehst du lieber mit Männern oder mit Frauen? Mit Männern, ja. Wie würde dein Traummann aussehen? Also, was müsste der mitbringen?
Also optisch habe ich da nicht so die Vorstellung, obwohl ich sagen würde, ich stehe auf hellere Typen, also blond-blaue Augen. Aber geht auch anders. Also ich lege da eher auf Charakter so ein bisschen Wert, auch wenn viele sagen, Charakter kannst du auf gut Deutsch nicht. Sehe ich ein bisschen anders. Ja, okay. Letzte Frage, eine Umarmung und einen Kuss für den Interviewer. Komm her! So, das war Jana Bach von der Venus. Vielen Dank für das Interview. Bluvista TV gibt es jetzt auch Jana Bach-Filme von Inflagranti. Sehr empfehlenswert.